Und ein weiterer Tag zieht dahin, den ich Urlaub nennen darf. Kurz vor der Abreise in den Urlaub konnte ich meinem Chef noch eine fröhliche Weisheit auf den Weg geben. Das, was er jetzt erleben darf im Moment, war ihm da noch nicht ganz so vertraut, weil er fragte mich ein, zwei Tage vorher: Hallo, Herr Volkskalle, ich habe Sie heute den ganzen Tag gesucht. Wo waren Sie denn? Ja, und dann habe ich ihm halt gesagt: Sie wissen ja, gutes Personal ist schwer zu finden. Ja, aber ich bin ja dann nochmal hingekommen und egal, jetzt bin ich im Urlaub. Wir machen weiter und also geschah es. Weiß ich nicht, ob ich das fortführen soll. Ist das eine gute Idee, immer die letzten Worte nochmal zu lesen vom vorangegangenen Abschnitt? Vielleicht mache ich es ja mal, vielleicht mache ich es auch mal nicht. Mal gucken. Jetzt mache ich es vielleicht heute zweimal. Und also geschah es. So, die Kapitalisten fuhren fort, die kleinen Besitzer auszukaufen. Auch wohl, wenn sie eigensinnig blieben, deren Äcker ohne Kaufbrief einzuziehen, wobei es begreiflich nicht immer gütlich abging. Eine besonders beliebte Weise war es, dem Bauern, während er im Felde stand, Weib und Kinder vom Hof zu stoßen und ihn mittels der Theorie der vollendeten Tatsache zur Nachgiebigkeit zu bringen. Die Gutsbesitzer fuhren fort, statt der freien Arbeiter sich vorwiegend der Sklaven zu bedienen, schon deshalb, weil diese nicht wie jene Kriegsdienst abberufen werden konnten und dadurch das freie Proletariat auf das gleiche Niveau des Elends mit der Sklavenschaft herabzudrücken. In Etrurien hatte die alte einheimische Aristokratie im Bunde mit dem römischen Kapitalisten schon im Jahre 134 es so weit gebracht, dass es dort keinen freien Bauern mehr gab. Es konnte auf dem Markt der Hauptstadt laut gesagt werden, dass die Tiere ihr Lager hätten, den Bürgern aber nichts geblieben sei als Luft und Sonnenschein, und dass die, welche die Herren der Welt hießen, keine Scholle mehr in ihr Eigen nennten. Den Kommentar zu diesen Worten lieferten die Zählungslisten der römischen Bürgerschaft. Vom Ende des Hannibalischen Krieges bis zum Jahre 159 ist die Bürgerzahl in stetigem Steigen. Wovon die Ursache wesentlich zu suchen ist in den fortdauernden und ansehnlichen Verteilungen von Domänialland nach 159, wo die Zählung 328.000 waffenfähige Bürger ergab, zeigte sich dagegen ein regelmäßiges Sinken, indem sich die Liste im Jahre 154 auf 324.000, im Jahre 147 auf 322.000 und im Jahre 131 auf 319.000 waffenfähige Bürger gestellt hat. Ein erschreckendes Ergebnis für eine Zeit tiefen inneren und äußeren Friedens. So standen die äußeren und inneren Verhältnisse Roms, als der Staat eintrag in das 7. Jahrhundert seines Bestandes, wohin man auch das Auge wandte, fiel es auf Missbräuche und Verfall. Jedem einsichtigen und wohlwollenden Mann musste die Erwägung sich aufdrängen, ob denn hier nicht zu helfen und zu bessern sei. Es fehlte an solchen in Rom nicht, aber keiner schien mehr berufen zu dem großen Werk der politischen und sozialen Reform als der Lieblingssohn des Aemilius Paulus, der Adoptivenkel des großen Scipio, der dessen glorreichen Afrikanernamen nicht bloß Kraft erb, sondern auch Kraft eigenen Rechts trug. Publius Cornelius Scipio Aemilianus Africanus, 184 bis 129. Gaius Laelius, Konsul 160, Scipios ältester Freund und sein politischer Lehrmeister und Vertrauter, hatte den Plan gefasst, die Einziehung des unvergebenen, aber vorläufig okkupierten italienischen Domaniallandes vorzuschlagen und durch dessen Aufteilung der zusehends verfallenden italischen Bauernschaft Hilfe zu bringen. Allein er stand von dem Vorschlag ab, als er sah, welchen Sturm er zu erregen im Begriff war, und ward fortan der Verständige genannt. Auch Scipio dachte also. Er war der von der Größe des Übels völlig durchdrungen und griff, wo er sich nur selber wagte, mit ehrenwertem Mut ohne Ansehen der Person rücksichtslos an und durch. Allein er hatte sich auch überzeugt, dass dem Lande nur zu helfen sei, um den Preis derselben Revolution, die im 4. und 5. Jahrhundert seit Gründung der Stadt aus der Reformfrage sich entspannen hatte. Und ihm schien, mit Recht oder mit Unrecht, das Heilmittel schlimmer als das Übel.
So stand er mit dem kleinen Kreis seiner Freunde zwischen den Aristokraten, die ihm seine Befürwortung des Cassischen Gesetzes nie verziehen, und den Demokraten, denen er doch auch nicht genügte, noch genügen wollte. Während seines Lebens einsam, nach seinem Tode gefeiert von beiden Parteien, bald als Vormann der Aristokratie, bald als Begünstiger der Reform. Aber wo der Mann verzagte, der zweimal das römische Heer aus tiefem Verfall zum Sieg geführt hatte, da getraute sich ein tatenloser Jüngling zum Retter Italiens aufzuwerfen. Er hieß Tiberius Sempronius Gracchus, 163 bis 133. Sein gleichnamiger Vater, Konsul 177-163 und Zensor 169, war das rechte Musterbild eines römischen Aristokraten. Seine Mutter Cornelia war die Tochter des Siegers von Sama, welcher eben jenes hochherzigen Dazwischentretens wegen den bisherigen Gegner sich zum Schwiegersohn erkoren hatte. Sie selbst, eine hochgebildete und bedeutende Frau, die nach dem Tode ihres älteren Gemahls die Hand des Königs von Ägypten zurückgewiesen hatte und im Andenken an den Gemahl und den Vater die drei ihr gebliebenen Kinder erzog. Dass der tüchtige junge Mann die Anschauung über den Verfall des Staats an Haupt und Gliedern, wie sie in diesem Kreise gangbar waren, die Gedanken namentlich über die Hebung des italischen Bauernstandes mit aller Lebendigkeit und allem Rigorismus der Jugend in sich aufnahm und steigerte, ist begreiflich. Waren es doch nicht bloß die jungen Leute, denen das Zurückweichen des Laelius vor der Durchführung seiner Reformideen nicht verständig erschien, sondern schwach. Appius Claudius, der gewesene Konsul 143 und Zensor 136, einer der angesehensten Männer des Senats, tadelte mit all der gewaltsamen Leidenschaftlichkeit, die in dem Geschlecht der Claudia erheblich und blieb, dass der skipionische Kreis den Plan der Domänenaufteilung so rasch wieder habe fallen lassen, umso bitterer, wie es scheint, weil er mit Scipio Aemilianus bei der Bewerbung um die Zensur in persönliche Konflikte gekommen war. Ebenso sprach Publius Crassus Mucianus sie aus, der derzeitige Oberpontifex als Mensch und Rechtsgelehrter im Senat wie in der Bürgerschaft allgemein verehrt. Tiberius Gracchus stand diesen Männern nahe, namentlich dem Appius, dessen Tochter er, und dem Mucianus, dessen Tochter sein Bruder, zum Weib genommen hatte. Es war kein Wunder, dass der Gedanke sich in ihm regte, den Reformplan selber wieder aufzunehmen, sobald er sich in einer Stellung befinden werde, die ihm verfassungsmäßig die Initiative gestatte. Persönliche Motive mochten ihn hierin bestärken. Der Friedensvertrag, den Mancinius 147 mit den Numantinern abschloss, war wesentlich Gracchus Werk. Dass der Senat ihn kassiert hatte, dass der Feldherr deswegen den Feinden ausgeliefert worden und Gracchus mit den übrigen höheren Offizieren dem gleichen Schicksal nur durch die größere Gunst, deren er bei der Bürgerschaft genoss, entgangen war, konnte den jungen, rechtschaffenen und stolzen Mann nicht milder stimmen gegen die herrschende Aristokratie. Am 10. Dezember 134 übernahm Tiberius Gracchus das Volkstribunat. Die entsetzlichen Folgen der bisherigen Missregierung, der politische, militärische, ökonomische, sittliche Verfall der Bürgerschaft lagen eben damals nackt und bloß vor jedermanns Augen. Von den beiden Konsuln diesen Jahres focht der eine ohne Erfolg in Sizilien gegen die aufständischen Sklaven und der andere, Scipio Aemilianus, seit Monaten beschäftigt, eine kleine spanische Landschaft zu besiegen, sondern zu erdrücken. Wenn es noch einer besonderen Aufforderung bedurfte, um Gracchus Entschluss zur Tat werden zu lassen, sie lag in diesen jedes Patrioten Gemüt mit unnennbarer Angst erfüllenden Zuständen. Sein Schwiegervater versprach Beistand mit Rat und Tat. Man durfte hoffen auf die Unterstützung des Juristen Scaevola, der kurz vorher zum Konsul für 133 gewählt worden war. So beantragte Gracchus gleich nach dem Antritt seines Amtes die Erlassung eines Ackergesetzes, das in gewissem Sinn nichts war als eine Erneuerung des Licinisch-Sextischen vom Jahre 367. Es sollten demnach die sämtlichen okkupierten und von den Inhabern ohne Entgelt benutzten Staatsländereien, die verpachteten, wie zum Beispiel das Gebiet von Capua, berührte das Gesetz nicht, von Staats wegen eingezogen werden, jedoch mit der Beschränkung, dass der einzelne Okkupant sich für 500 und für jeden Sohn 250 im Ganzen jedoch nicht über 1000 Morgen zu bleibenden und garantierten Besitz solle behalten dürfen.
beziehungsweise dafür Ersatz in Land in Anspruch nehmen dürfen. Arrivederci.